Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem kleinen Überblick, was dieses Wochenende alles so kostenlos ist und überhaupt, was sich so tut. Wir schauen mal einfach ein bisschen bei Steam rum und auch bei Epic und gucken, was momentan da so angesagt ist. Es gibt auf Steam momentan zwei Spiele, die man gratis spielen kann. Das eine ist XCOM 2. Entschuldigung, ich habe da wieder ein Frosch im Hals. Bis jetzt ist 8.03 Uhr, hallo draußen, minus 3 Grad Nebel. Und es ist, ich finde das so faszinierend, wie das wirklich stimmt. Es ist wirklich neblig draußen. Und die minus 3 Grad, die glaube ich auch. Ich gehe sogar so weit, dass ich morgens den Wetterbericht auf dem Handy gucke und wenn da Regentropfen sind, nehme ich einen Schirm mit, weil ich weiß, es regnet. Das kann ich euch sagen, das war früher nicht so. Ja, das war früher nicht so. Inzwischen, ich glaube, ich vertraue dem fast blind schon, weil es immer stimmt. Ja. Also Leute, ihr könnt spielen XCOM 2. Ja, voll cool. Das könnt ihr bis zum 14. Februar gratis spielen, wer es noch nicht gemacht hat. Spielt XCOM 2. Schaut mal, Angebot 3 Euro. Oh mein Gott. Das beste Rundenstrategiespiel meiner Meinung nach. Es ist so unfassbar gut. Und dieses Spiel, das macht so viel richtig. Das macht so dermaßen viel richtig. Man kann sich's nicht vorstellen. Bei diesem Spiel, da haben die Figuren, ja, also die einzelnen Charaktere, man läuft in Squads von 4 bis 6 Charakteren, auf Feldern eben, hat verschiedene Aufgaben, zum Beispiel VIPs zu retten vor Aliens oder eine Alien-Basis zu infiltrieren oder Informationen zu holen oder irgendwas zu sabotieren. In die Richtung geht es dann, ja. Nebenher muss man auch mal versuchen, dann Aliens nicht umzubringen, sondern nur auszuschalten, damit man sie obduzieren kann und an deren Technologien rankommt. Es ist so gut gemacht. Und wie gesagt, die Figuren, die haben alle, also man kann jede Figur komplett individualisieren und es geht so weit. Also ich habe da schon alle möglichen Bekannten gemacht und mich. Es sieht aus wie man selber. Ja, es ist toll. Man kann jeder Figur eine Nationalität zuweisen. Und dann haben die halt auf ihrer Rüstung, auf ihrem Kampfanzug hinten dann die Fahne von Deutschland, Amerika oder China oder egal woher die kommen. Ja, ist da alles drauf. Es ist wahnsinnig gut gemacht. Und sollte mal jemand sterben, es gibt eine Hall of Fame, wo man dann sieht, der ist da gestorben, dann und dann, ja. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, man konnte auch irgendwie Orden verteilen oder die haben auch Spitznamen bekommen nach einer Weile, wenn man dann öfter kämpft. Also man verwächst so sehr mit der Spielfigur, dass es eine Freude ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da fragt ihr euch, ja, Tobi, geil, geiles Spiel. Warum hast du gerade mal 30 Stunden überhaupt, wenn es angeblich so toll sein soll, ja? Das kann ich euch verraten. Es ist bei mir so, den Kampf mag ich. Er ist teilweise schwer, ja. Und wenn man, man muss sich halt reinarbeiten ein bisschen. Da muss ich tatsächlich reinarbeiten und gewillt sein, dann die Fähigkeiten richtig zu nutzen und ich habe halt das in der Regel dann auf leicht gespielt und die Story durchgespielt, dann war das okay. Hat für mich gepasst, gell? Was ich nie gerafft habe, weil ich mich damit auch nicht auseinandergesetzt habe, großartig, das ist das Thema mit der Basis, mit dem Basenbau da und allem, das war für mich und dann war es schwierig und dann hat das mich nicht so gereizt, da wieder zurückzukommen. Aber definitiv und für gratis sowieso, ja, ist es top. Und wenn man guckt, ja, 80% positiv, 84% aller Rezensionen sind positiv. Und wenn man in die Negativen geht, da heißt es dann oft, oh ja, hier, warum, was schreibt er? Thumbs down, the inclusion of an awful always online launcher. Okay, es geht nicht ums Spiel. Always online launcher. Okay, alles klar. Was ist los? Alles kann, okay, das hat nichts zu sagen. Nicht mal die 4 Euro im Abverkauf ist jetzt wert, meine Fresse. Als würde ich ein Game zocken, wo meine hochrangigen Soldaten auf 3 Meter zu 40 mal daneben ballern. Okay, das ist ein Thema, das kam öfter mal schon. Es wird angegeben, für eine Trefferchance von 90%, dann trifft man nicht. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Aber eine Trefferchance von 90% ist keine Trefferchance von 100%. Gefühlt kommt es einem wirklich so vor, als treffen sie eigentlich die ganze Zeit nicht und der Gegner trifft die ganze Zeit. Und das kann schon brutal frustrierend sein. Und das empfinde ich auch so. Würde ich aber nicht so
machen, ist es trotzdem selbstverständlich empfehlenswert, sehr empfehlenswert. Ja, wobei man das, finde ich jetzt, durchaus als Kritikpunkt anbringen kann. Okay, also wir, oh, Play Free Weekend, okay, XCOM auf Xbox, and here not my type of game, I still tried it, okay, gut. Euer Ernst, was für ein Scheiß-Game, also die Gegner treffen dich, egal wo sie stehen und egal wie weit sie entfernt sind, deine Leute können nix, du kommst dir vor, eine Truppe von Menschen mit Down-Syndrom herumzulaufen, sie können nix und geraten sofort in Panik, wenn irgendwo ein Schuss fällt. Ich schaffe es noch nicht mal auf einfach, die erste Mission zu schaffen. Unglaublich. Eigentlich spiele ich Games immer auf normal oder gar schwer, aber das Game? Ja, okay. Ich komme runter. Okay, also es scheint tatsächlich schwierig zu sein. Ich habe es auf normal gespielt und die erste Mission, die kann man schon schaffen. Ja. Man muss halt sich ein bisschen aufstellen, ein bisschen taktisch gucken, wer kann was, wer hat welche Fähigkeiten. Und ja, man sieht es aber oft, es scheint ja nicht nur einer zu sein. Hier, genau. Witziges Spiel, bla bla. Wenn man einen Meter vorm Gegner steht, mit 80% Wahrscheinlichkeit daneben schießt. Ja, will man die Tischplatte beißen, richtig. Das ist tatsächlich so, dass es klar, ja, 80% sind keine 100%, trotzdem ist es einfach frustrierend und dann sollte man vielleicht mal über eine andere Mechanik nachdenken, irgendwie, ja, dass man, keine Ahnung, was weiß ich was, dass man dann halt so 100% trifft, ja, wenn man direkt daneben steht, solche Sachen, also finde ich schon, ich bin mir fast sicher, dass das durch Mods entsprechend geregelt wird, ja, tolles Spiel, ist definitiv empfehlenswert. Dann gibt's Rims Racing, das habe ich noch gar nie gehört. Das ist Motorrad-Simulation, also Motorradfahrt-Simulator. Und mit so Motorradgeschichten, da konnte ich noch nie was anfangen, wegen der Steuerung, weil die halt so ganz anders ist als jetzt bei einem normalen, mit einem normalen Rennwagen. Also das ist eine ganz andere Hausnummer. Man legt sich ja in die Kurve quasi. Ja. Ist ja nicht so, dass man sie nach links lenkt, sondern... Schau mal. Ja, super. Super Demo, ich möchte mal einen fahren sehen. Komm zu Suzuka Hot Lab, okay? Wir gucken mal Suzuka Hot Lab an. Geil, gucken wir uns gerade den Ladebildschirm an, oder was? Tolles Video bis jetzt. Okay, jetzt mit Sound. Okay, bin mir nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Okay, wir lassen es mal bis hierher. Interessant. Der Sound haut mich nicht so vom Hocker momentan. Also da ist ja immer noch mein absoluter Favorit. Assetto Corsa Competizione ist nach wie vor vom Sounddesign einfach unübertroffen. Es ist so brutal krass. Es ist so brutal krass, dass man sich das nicht vorstellen kann. Moment, vielleicht gibt es ja hier. Vielleicht gibt es da hier ein Beispiel. Ich installiere es jetzt nicht, bin schon lange nicht mehr gefahren. Also ich habe die Spiele und ich bin viel Rennen gefahren, aber darüber möchte ich jetzt gar nicht reden. Sondern, wir möchten mal gucken, ob wir hier was sehen können.
Ich finde das Beispiel hier nicht gut gewählt. Hier hört man auch eigentlich nur den Turbo pfeifen. Ja, jedenfalls, wirklich, glaubt mir das, das Spiel zu spielen. Im Detail auch dann, wenn man bremst, ja, und Gas gibt, was da alles noch für ganz, ganz viel Geräusche sind, wie viele Schichten an Geräuschen da stattfinden, wie die Gänge da gehen, wie der Motor hinten knallt, die Federung, man hört und spürt alles. Es ist unübertroffen, sage ich euch, unübertroffen, wirklich geil. Also, mein lieber Mann. Dann, was gibt's noch gratis? Es gibt für Kingdom Come Deliverance gibt es eine Erweiterung gratis, wenn ihr es noch nicht habt. Lohnt sich. Ich hab's schon mal angefangen zu spielen, ich hab's dann nie weitergespielt. Aber hier, für 5,99 eigentlich, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon oder Capon. Keine Ahnung, um was es da geht. Ich möchte mich auch nicht spoilern, weil der Tag wird kommen und dann werden wir das auf dem Kanal spielen. Aber der Tag ist noch nicht da. Das Herz von Herrn Hans Capon, unserem beliebten jungen Adeligen, ist erfüllt von der brennenden Sehnsucht nach seiner neuen Flamme. Au. Der zweite DLC handelt von dem Versuch eben jenes Draufgängers, die holdeste Maid zu umwerben, die er je erblickt hat. Der Erfolg seines Unterfangens hängt nicht nur von seinen Liebeskünsten ab, sondern auch von dir, denn du bist Heinrich, sein getreuer Flügelmann. Okay, cool. Drei neue Quests. Drei, okay. Kann ich jetzt vom Inhalt dann gar nicht, kann ich da jetzt gar nicht einordnen, ob das jetzt bei dem Spiel viel ist oder wenig. Drei Quests können durchaus viel sein. Wenn sie untergliedert sind in verschiedene Etappen zum Beispiel, dann ist ein Quest auch was Größeres, gell? Also, dreht sich um dieses Ziel, in dem du Liebesgedichte rezitieren, ein nächtliches Rendezvous in die Wege leiten, einen entzündeten Fleischer im Zaum halten und ein Würfelturnier bestreiten musst. Das ist der harmlose Teil. Oha, und dann gibt es natürlich auch noch mit Leichen und Mordfall und so weiter. Cool. Okay, also gibt's momentan gratis. Wenn ihr es noch nicht habt, dann holt's euch auf jeden Fall. Für gratis, Leute, für gratis. Da muss man keine Fragen stellen. Es gibt dann jetzt noch von World of Tanks, aber das hat bei mir nicht funktioniert. Ich bin ein World of Warships Mensch und kein World of Tanks Mensch, weil ich habe World of Tanks probiert. Ja, keine Ahnung. Ich bin da nicht so, ist nicht ganz so meins. Ja. World of Tanks, so wie World of Warships und alle, die sind ja von Haus aus kostenlos spielbar. Über Wargaming, da gibt es ja inzwischen viele negative Sachen auch zu erzählen und die Preispolitik. Ja, ich finde es halt, ich kann nur von World of Warships sprechen, ja. Ich finde es dermaßen lächerlich, wie da alles geflutet wird mit Bezahlschiffen und wie man irgendwelche Abos abschließen soll und sich dann Dublonen kaufen soll. Und am allergeilsten sind diese Events zu Weihnachten, wo man sich dann Schiffe freischalten kann. Und die haben mal ausgerechnet, über den Gratisweg, also wenn man kein Geld ausgibt, ja, dann kannst du das gar nicht freischalten als normaler Mensch, weil du am Tag 11-12 Stunden spielen müsstest, jeden Tag, um dann dieses Schiff freizuschalten, weil diese Events gehen dann einen Monat und innerhalb dieses Monats muss man bestimmte Ziele erreichen. Ja, und wenn man da keine 11-12 Stunden täglich reinhängt als Gratis-Spieler, dann schaffst du das nicht. Alternativ kann man natürlich den Geldbeutel öffnen und ja, also solche Geschichten geht halt gar nicht, Leute, geht gar nicht, ganz schlimm. Und ja, also ich spiele, das Einzige, was ich mir ab und zu mal gönne, ist Premium-Account, aber es gibt auch viele Möglichkeiten, mal gratis an ein paar Tage Premium zu kommen. Die geben einem eben nach Abschluss von jedem Kampf mehr Geld ein bisschen und mehr Erfahrung. Also man muss unterscheiden in der Erfahrung, die man mit dem Schiff sammelt, wenn man jetzt so ein Tech-Schiff hat, also aus der Forschungslinie. Ja, dann kriegt man für dieses Schiff Erfahrung. Dazu kriegt man noch freie Erfahrung, ja, und man kriegt Kapitänserfahrung. Das sind quasi die drei Erfahrungstypen, die man kriegt. Und ja, also im Detail das zu erklären, wäre jetzt für hier zu langwierig, aber so funktioniert es. Und mit Premium bekommt man eben, kann man sagen, im Schnitt ja fast die doppelte Menge an Geld und Erfahrung und so weiter. Okay. Ja, Leute, jetzt kommt das Tolle.
Jetzt kommt das Tolle und das werden wir auch spielen. Das werde ich jetzt gleich aufnehmen und heute Abend werden wir uns das dann angucken. Grounded. Damit liebäugle ich ja schon lange. Und das ist jetzt gerade gratis. Ja, ich glaube auch bis zum 14., also bis übermorgen. Und Grounded ist ein Spiel. Kennt ihr Liebling? Ich habe meine Kinder geschrumpft. So in der Richtung. Man wird geschrumpft, warum auch immer, das werden wir heute Abend erfahren. Da bin ich schon sehr gespannt darauf. Und ja, und dann ist man eben in diesem Garten und dann muss man überleben. Das ist ein Survival-Spiel, wo man dann gegen diese Ameisen und Asseln und wahrscheinlich Spinnen und so kämpfen muss. Und ja. Wobei ich mir halt normalerweise vorstellen kann, dass du als Menschlein gegen eine Ameise auf derselben Größe bist du halt das Opfer. Da kann man gar nichts machen. Was soll man da machen? Ja, was soll man da machen? Das werden wir sehen, was wir da machen können. Und ja, ich freue mich richtig darauf. Ich werde mich jetzt auch gleich daran machen, das aufzunehmen. Leute, ja, voll gut. Grounded. Endet in einem Tag und 20 Stunden, kostet dann 30 Euro Early Access. Und das, ich habe mal darüber ein bisschen gelesen, das Spiel, das wird jetzt modular erweitert. Hier, glaube ich, sieht man den Sandkasten, der kam mal dann als modulares Ding dazu. Das, also man hat wohl die Welt, ja, und die ist eingeteilt in den Bereich vom Sandkasten, in den Bereich, keine Ahnung, von der Wiese oder so. Wir werden sehen. Wir werden sehen später. Und dann kommt halt noch ein Punkt dazu. Ja. Eine Area. Quasi mit neuen Gegnern und so weiter. Ja, wird cool. Mal gucken, ob das Spaß macht. Also das hoffe ich mal. Und dass wir es jetzt gratis spielen können, finde ich mega abgefahren. Mega gut, Leute. Vielen Dank dafür. Das werden wir ausprobieren. Und jetzt gehen wir mal runter in Epic. Okay, Epic gibt es ja auch immer was gratis. Ich empfehle euch, Leute, immer, nehmt immer die Gratis-Spiele mit. Schaut euch meine unfassbare Bibliothek an. Alles Spiele. Schaut es euch an. Alle gratis. Bis auf 2, 3 habe ich, schau mal, alles gratis. Und es sind halt auch Sachen dabei wie Pillars of Eternity Definitive Edition. Okay? Es gab den PC-Building-Simulator, aber den hatte ich ja schon lange besessen. Aber den gab es gratis. Pathway fand ich damals toll. Als Indiana Jones-Spiel wollte ich das haben. Habe es mir damals für 7,99 € gekauft oder so. Gab es dann auch gratis. Ich habe Prey, schaut mal, Prey gab es gratis. Das neue Prey, also. Ja, aktuelles Spiel, Rage 2, Rising Storm 2 Vietnam, Rise of the Tomb Raider, 20-Year Celebration, Remnant from the Ashes, Leute. Man hat halt, ich habe nicht die Zeit, es zu spielen, geht ja gar nicht. Samurai Showdown, Neo Geo Edition, Saints Row the Third, Roller Coaster Tycoon 3, Tomb Raider normal, Shadowrun, ja, alle Shadowrun-Teile. Civilization 6 gab es mal mit einem Add-on, aber das habe ich auch schon lange komplett gehabt. Crimes and Punishment, ich habe es geliebt. Ich habe es nicht aufgenommen, aber ich habe es geliebt. Crimes and Punishment, Battlefront 2, die Celebration Edition, gab es gratis. Da war dann der Hype, wo dann ja, plötzlich alle auf den Servern wieder waren. Ja, und dann so viele das Spiel gespielt haben, was ein geiles Spiel ist. Battlefront ist eines der Spiele, da komme ich immer wieder zurück, weil ich jetzt zum einen Star Wars-Fan bin, ein großer Star Wars-Fan, aber halt von der Original Trilogy, das ist quasi meins, alles andere ist nett, aber ja, über das Thema möchte ich auch nicht reden, da kann ich euch Bücher erzählen davon, das ist unfassbar. Ja, die Escapists 2, First Tree, The Long Dark, The Messenger, The Wolf Among Us, The Vanishing of Ethan Carter, das ist eine Redux, glaube ich, Edition. Ja, kenne ich gar nicht, das Spectrum. Ich habe mir alles genommen. Spectrum Ready. Hunter, Call of the Wild. Da ist man Jäger. Wie cool ist das denn, Leute? Find ich mega. Spiel Ticket to Ride. Oh Gott. Torchlight 2. Tomb Raider nochmal. Also, ich glaube, ich habe alle Teile von Tomb Raider fast, ja. Was haben wir hier? Tropico 5. Hammer. Tyranny, Gold Edition. Wampe, ihr seht, da ist nicht nur Transistor. Da sind nicht nur Schwachmatenspiel dabei. Im Gegenteil, Watch Dogs 1 und 2. Ja, Wargame Red Dragon. Das war damals was, da habe ich drauf gewartet, das sollte rauskommen. Ich wollte unbedingt Wargame Red Dragon spielen. Das war bevor ich rausgefunden habe, dass ich eine Pfeife bin. Und dass man das so gut lernen muss. Und dann haben die genau dieses Spiel verschoben. Aber irgendwann kam es dann doch, war gut. Hier, World War Z oder Z, keine Ahnung. Auch cool. Yooka-Laylee, das war jetzt erst letztens gewesen, ich glaube letzte Woche. Ja, Crying Suns, Control.
Habe ich nicht Control gekauft? Ich glaube, Control habe ich damals im Gutschein gekauft. Und Chivalry habe ich auch gekauft und ich habe so bereut, Chivalry zu kaufen. Nicht, weil es ein schlechtes Spiel wäre, sondern weil ich da schon gewusst habe, dass ich es garantiert nicht spielen werde von der Zeit her. Nicht zu vergessen, Leute, Batman, Arkham Knight, alle. Die komplette Trilogie, okay? Ja, also ohne jetzt Batman Origins, was auch ein Spiel ist in der Welt, aber das sind die Spiele, ja. Das sind die Spiele Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight ist quasi die große Trilogie. Bad North habe ich ja schon vorgestellt. Leute, es ist richtig gut. Ich habe sogar Among Us noch nie gespielt, aber ich habe Among Us auch geil, wenn man genug Kumpels hat. Ja, Plague Tale Innocence. Oh Gott, ich fand es so dermaßen blöd. Aber das war meine eigene Meinung. Nein, Leute, jetzt. Ich wollte doch damit nur sagen. Oh, Entschuldigung, dass ich immer so viel rede, ja. Ich wollte damit nur sagen, nehmt euch die Spiele mit. Ihr werdet über eine Bibliothek verfügen, die unfassbar gut ist. Hier das neueste Spiel Sifu. Ich bin ja eher auch so der Karate-Mensch, Kung-Fu wenig, aber geerdeter Karate-Mensch. Und das Thema ist interessant, weil man kämpft quasi als dieser Kämpfer, gestartet, hat davon keine Ahnung, 25. Alter spielt eine Rolle. Und mit jedem Mal, wo du stirbst in einem Level, altert man. Ja, man wird immer älter. Das heißt, man hat weniger Lebenskraft, aber man schlägt stärker zu. Man schlägt stärker zu. Ja, und so geht es eben, wird quasi das Leben irgendwie simuliert in den Tests. Und was ich dann gesehen habe, hat es mich dann nicht mehr gereizt. Auch wenn alle sagen, es ist toll. Ja. Nee, es kam irgendwann, kam mal die Aussage, das weiß ich noch, von irgendeinem Amerikaner war das, glaube ich, gewesen, dass, und zwar folgendermaßen, dass man die Levels quasi dann auch anfängt auswendig zu lernen, weil man so oft stirbt und dann genau weiß, welcher Account da wann wie kommt. Ja, Leute, wenn ich einen auswendig Lernsimulator spielen möchte, das ist für mich voll blöd. Deswegen liebe ich auch Spiele wie Stellaris, da muss ich nichts auswendig lernen, großartig. So wie ich es spiele. Ja, wenn man es jetzt Multiplayer spielt nach Meta, das turnt mich auch so brutal ab, dass man halt genau so spielen muss und dann gewinnt man. Und dann ist das für mich kein Spiel mehr. Dann ist es wie eine Schule, dann ist es Lernen, dann ist es nicht mehr interessant. Gar nicht. Ich hasse das. Von ganzem Herzen. Ja. Ich mag Spiele, wo man reingeschmissen wird, wo am Anfang vielleicht alle gleiche Bedingungen haben und du musst mit dem zurechtkommen, was dir gegeben wird, ja, und dann irgendwie kämpfen und so. Das ist, finde ich geil. Ja. So, nein, Leute, es geht hier. Oh, Brothers, A Tale of Two Sons habe ich damals auf dem alten Kanal aufgenommen, komplett. Schöne Geschichte, sehr kurzes Spiel, sehr kurzes Spiel, sehr schönes Spiel. Ja, die Geschichte von zwei Brüdern eben, toll. Nein, es geht um Windbound. Windbound gibt es jetzt gratis und selbstverständlich habe ich mir das schon, habe ich mir das schon geholt, oder? Habe ich das schon lange geholt. Habe ich es geholt? Oh. Oh, vielen Dank. Thank you very much. Jetzt habe ich Windbound auch. Ich dachte, ich hätte schon geholt. Na, sowas gibt es ja gar nicht. Also Windbound vergleichen viele mit Zelda Wind Waker. Ich kann es nicht beurteilen, inwieweit das zutrifft, aber man hat eben dieses Schiff, dieses Floß, das man sich baut und dann Abenteuer auf einzelnen Inseln erlebt. Und von daher. Ja, wir gucken mal hier rein. Ein bisschen. Okay, sieht ganz cool aus, sieht ganz cool aus, hat auch von Breath of the Wild diesen Gleiter, habe ich gesehen. Man hat dieses Floß, man erlebt Abenteuer auf den Inseln. Trotzdem hat es allgemein keine so gute Bewertung, wie man vielleicht meinen könnte. Also ja, das hier genau, hier seht ihr. 29% Rezensenten empfehlen. Okay. Open Critic Bewertung schwach.
Durchschnitt der Top-Rezension 65, also The Daily Mirror, was weiß denn der Daily Mirror schon? This certainly is certainly one of the 2020s hidden gems, and survival enthusiasts will want to get stuck into this grueling but beautiful experience, bla bla bla. Windbound drops you in a world of wilderness and open water, but fails to make exploration compelling. Okay, also die Erkundung ist quasi einfach nicht so schön. Okay, also, das gibt's gratis. Ich hab's mir gerade geholt, ihr wart live dabei, wie ich das geholt habe. Und ja, wieder ein Spiel mehr in der Liste. Es wiederholen sich halt auch Teile. Leute, es wiederholen sich auch einfach Spiele, die kommen dann öfter mal zum Download. Gut, muss jeder für sich wissen. Ich meine, klar, für die, die es verpasst haben, ist es schön, schlecht. Also schön, wenn es nochmal kommt, wenn euch das Spiel interessiert. Aber für den, der es dann schon hat, ja, ist natürlich blöd. Dauntless war auch mal irgendwas. Dauntless. Ah, das Dauntless ist doch Dings da, das Jagdspiel, wo man jagen geht. Die Gratis-Version quasi in gewissen. Nein, nicht. Dauntless. Ah ja, genau. Ja, genau. Von The Wild Hunt. Wie heißt das Jagdspiel, wo man jagt? Ja, ihr wisst, was ich meine. Monster Hunter. Quasi eine Gratis-Version von Monster Hunter mit Ingame-Käufen. Ja, Leute. Walking Dead Bridge Simulator. Oh. Gut. Das soll es jetzt gewesen sein, meine Lieben. Ich guck mal. Grounded ist schon heruntergeladen. Selbstverständlich der Model Builder. Leute, er ist so geil. Wir werden das ein bisschen spielen jetzt. Und dann gucken wir mal weiter. Die Humankind Demo geht weiter. Da kommen auch bald wieder neue Folgen. Der PC Building Simulator läuft selbstverständlich immer noch. Der ist halt abgefahren, Leute. Abgefahren. Wundert euch nicht, warum Stellaris nicht installiert ist. Wie kann das sein? Kein Stellaris installiert? Ja, das kommt daher, dass ich meinen PC komplett neu habe aufsetzen müssen. Oh. Da gab es eine Geschichte mit dem Mainboard. Egal, will ich jetzt nicht erzählen. Will ich nicht erzählen. Jedenfalls. Peinliche Geschichte mit dem Mainboard. Mit dem Mainboard peinliche Geschichte und mit einem Lüfter und mit einer Plastikfolie. Naja, gut, okay. Ja, und dann musste ich eben alles neu aufsetzen. Und Leute, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Samstag. Ein schönes Wochenende, Leute. Denkt an die Spiele. Ladet sie euch runter. Holt euch auf jeden Fall die Gratis-Sachen immer. Da macht ihr nichts falsch damit. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.